Kavalier. Keine lange Meile macht der lange Meile, nur das eine Meile wünsch ich mir, dass du nicht schon längst Herz und Hand verschenkst, wenn ich tausend Träume lang alle blühenden Bäume auf dem langen, langen Weg zu dir marschier. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P. Kommt! Nimm doch mal deinen Charakterkopf beiseite. Wetten, der Herr Geschichtsprofessor haben wieder einen zu viel in der werten Krone. Keine Sorge, wird gleich wieder nüchtern. Psst, nicht so laut! Achtung, jetzt! Nicht so laut! Meine Herren, die Leuchte der Wissenschaft entsteigt dem Bade. Angesägt! Vorsätzlich angesägt! Meine Herren, ich glaube, wir können beruhigt ins Bett gehen. Auf diese Machtprobe dürfte die Klasse 6 erfolgreich bestanden haben. Eine hoffnungslose Generation. Herein! Bitte nehmen Sie am Konferenztisch Platz, soweit Stühle vorhanden sind. Weshalb ich Sie hierher gebeten habe, wissen Sie. Professor Steiner ist nun bereits der vierte Lehrer für Deutsch und Geschichte, den Sie durch Ihr Verhalten dazu getrieben haben, das Internat zu verlassen. Und wieder einmal fühlt sich die Klasse 6 als Sieger. Nicht wahr? Aber, meine Herren, es gibt Siege, die in Wirklichkeit Niederlagen sind. Sogenannte Pyrrhus-Siege. Sie schaden sich damit nur selbst. Herr Direktor... Jawohl, das tun Sie. Schade. Ich hätte Sie für klüger gehalten. Herr Direktor... Jetzt bin ich an der Reihe. Vielleicht haben Sie aber auch erkannt, dass man, wenn man zusammenhält, eine Macht ist. Und nun spielen Sie mit dieser Macht. Aber gerade Macht erfordert Rücksichtnahme und Besonnenheit. Ich will Sie nicht mit Beispielen aus der Geschichte langweilen, ganz besonders nicht aus unserer eigenen. Aber was würden Sie denn dazu sagen, wenn ich nun meine Macht dazu benutzen würde, um Sie alle vom Internat zu verweisen? Sie brauchen mir gar nicht zu antworten, Sie sollen darüber nachdenken. Und ich möchte Sie daher bitten, die nächsten 4 Stunden in Ihrem Klassenzimmer darüber nachzudenken. Ohne Essen natürlich. Mit leerem Magen denkt sie es bekanntlich besser. Die Tür kann offen bleiben, wenn ich Ihr Ehrenwort habe, dass Sie den Raum nicht verlassen. Jawohl, Herr Direktor, Ehrenwort. Ehrenwort. Ehrenwort.
Danke. Herein. Herr Direktor? Corbinian, die Klasse 6 hat Arrest. Bis auf Weiteres. Bitte, meine Herren. Lause Jungs. Ich krieg euch schon. Mach ich Fetschgenmus aus dir. Lass doch die Frösche sechster quaken. Hast du recht. Die Herren Sekundane haben anscheinend ein Abonnement auf Arrest. Im Namen der Oberprima wünsche ich angenehme Unterhaltung. Sag das noch mal, wenn du Mut hast. Corbinian! Wir müssen dem Bäder helfen. Am Samstag ist Schulfriede. Na also, da kommt zum Mittagessen. Marsch an eure Futtergriffen. Was ist mit euch los? Habt ihr gar keinen Hunger heute? Heute ist nichts mit den Knödeln, Herr Doktor. Die jungen Herren am Fasttag. Ach so. Wieder mal Karzer. Schade. Ich hatte Karten für euch fürs Fußballspiel. Verdammt, wo ich mich schon so lange drauf gefreut habe. Und ich erst. Wir alle doch. Herr Doktor, Sie sind doch unser Freund. Na und? Jetzt soll ich wohl zum Direx gehen. Gutes Wort für euch einlegen. Ja, bitte. Ach, ja. Wir können unsere Strafe ja morgen abrummen. Denkst du? Nee, nee, meine Herren. Wer mit Deutsch und Geschichte Fußball spielt, der braucht kein Länderspiel zu sehen. Wiedersehen, Jungs. Wiedersehen, Herr Doktor. Also gehen wir, meine Gnädel warten. Ach, Luischen. Es war großartig, ich habe wieder mal viel zu viel gegessen. Aber was ist denn mit dir? Du hast ja kaum etwas angerührt. Machst du wieder eine Hollywood-Kur? Heute hat's mir nicht geschmeckt. Wieso denn, mein Schatz? Weil es mir eben nicht schmeckt, wenn andere hungern. Ach so. Liebe Luise, ich möchte dich bitten, misch dich nicht in Dinge, die du nicht verstehst. Das ist wieder typisch Mann. Wenn seine Frau ihm beweist, dass er etwas falsch macht, dann sagt er, misch dich nicht in Dinge, die du nicht verstehst. Also schön, meine Liebe. Dann verrat du mir bitte einmal, wie ich das Problem der Klasse 6 lösen kann. Ganz einfach. Durch eine Frau. Was? Ja, durch eine Frau. Mit diesen Bengels werden Männer kaum fertig. Wie kommst du auf die Idee, dass eine Frau... Weil in jedem Bengel auch ein Ritter schlummert. Genau wie in jedem Mann. Mit Ausnahme von dir. Danke, Frau Wittig. Also, wenn ich dich recht verstehe, du meinst, man sollte diese schlummernde Ritterlichkeit erwecken. Sehr richtig. Na, stell dir doch einmal vor, wenn eine schicke, moderne, hübsche, junge Frau vor Ihnen steht. Nee, mein Schatz. Mit Ritterlichkeit ist da nichts. Das dauert noch ein bisschen, ja. Sei mir nicht böse, aber von Pädagogik verstehe ich doch noch ein bisschen mehr. Bitte? Dankeschön. Verdammter Mist, der ganze Sonntag wieder im Eimer. Aha. Haftpsychose. Wenn ich Idiot doch wenigstens meine Zigaretten nicht vergessen hätte. Vom Kohldampf will ich gar nicht sprechen. Aber dass mir das Länderspiel entgeht. Kinder, ich habe eine Idee. Ich flieh rüber und hol mein Kofferradio. Ja, prima. Und bringe meine Zigaretten mit, die liegen am Nachttisch, ja? Ist gut, ich bin gleich wieder da. Halt, Moment mal. Wir haben unser Ehrenwort gegeben. Wenn einer hier rausgeht, ist er für mich erledigt. Mensch, hab dich bloß nicht so. Merkt doch keiner. Man bricht sein Ehrenwort nicht, weil es keiner merkt. Man hält's vor sich selber. Ach, wie edel, mein Lieber. Wenn's in Versen wäre, könnte es glatt von Schiller sein. Und das sagst ausgerechnet du. Da reden wir die ganze Zeit von besser machen wollen und wenn wir erst dran sind. Und wenn es drauf ankommt, ist die ganze Gesinnung für eine einzige Zigarette beim Teufel. Meine Herren, ich stelle fest, dass unser Klassenprimus, genannt Cicero, den Sirenentönen unseres hochverehrten Herrn Direktors ganz jämmerlich erlegen ist. Ich schlage vor, machen wir doch eine Abstimmung. Wer ist dafür, dass Ebert sein Kofferradio holen geht? Hand hoch! Na und was ist denn mit dir, Teddy? Du warst doch sonst immer in der Opposition. In Fragen der Ehre soll es keine Opposition geben. Cicero hat recht. Also gut. Ich gebe mich geschlagen. 1-0 für Cicero.
Und durch dieses Tor, das Sie jetzt eben mit mir miterlebt haben, steht es 1-0. Die deutsche Sturmspitze hat diesen Treffer erzielt. 1-0 und überglücklich liegt sich alles in den Armen. Aber Sie haben nicht viel Zeit dazu, denn ein zweiter Angriff rollt jetzt auf das gegnerische Tor. Ja, unsere Stürmer denken, der Gegner schläft. Aber ich kann Ihnen sagen, er ist hellwach. Wieder jetzt ein Angriff. Der Mittelstürmer bis zum Strafraum. Da stoppt er ab. Schaut einmal zu seinem Gegner herüber. Der ist absolut im Bilde. Ausweichen nach rechts herüber. Zum Rechtsaußen geht der Ball. Verteidiger greift an, wird überspielt. Hohe Flanke kommt in den Strafraum hinein. Wieder wehrt der Gegner ab. Absolut sicher ist in diesem Augenblick. Ball wird jetzt noch einmal vom Torwart abgewehrt. Kommt bis zur Strafraumgrenze. Wieder gespielt zum Mittelstürmer. Der hat jetzt nur noch eingeschritten bis zum Elfmeterpunkt. Könnte von da aus schießen. Legt sich den Ball zurecht. Schuss abgewehrt noch einmal vom Torwart. Nachschuss. Tor! Tor! 2-0 steht es in diesem Augenblick. Ja, das ist eine Sensation. 2-0 innerhalb von wenigen Minuten. Wieder jetzt ein Gegenangriff. Diesmal nicht von unserer Mannschaft, sondern von gegnerischer Mannschaft. Auf rechts außen. Der kleine Wieselflink ist es. Nimmt den Ball nach innen herein. Könnte schießen. Ja, der Gegner sind auf Revanche. Er will es jetzt ganz genau wissen. Alles wartet auf den Schuss. Da ist er und wird zur Ecke gefaustet. Habe ich allerdings keinen. Aber hier der Streuselkuchen, der ist für euch. Die Frau Direktor, sie lebe hoch! 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 Doch, seid ihr verrückt, wenn das der Direx hört? Ihr dürft mich um Gottes Willen nicht verraten. Na, ganz bestimmt nicht, Frau Direktor. Lasst es euch gut schmecken. Und die Platte schmuggelt ihr mir heimlich in die Küche. Ja, Sie können sich darauf verlassen. Übrigens, das Länderspiel steht 2-0. Für wen? Für wen? Das weiß ich nicht, da habe ich nicht aufgepasst. Aber es steht bestimmt 2-0. Das ist doch schön, nicht? Ja, Frau Direktor, das ist sehr schön, dass Sie uns das gesagt haben. Ich dachte mir doch gleich, dass euch das freuen wird. Auf Wiedersehen, Jungs. Wiedersehen, Frau Direktor. 2-0. Sie weiß nicht, für wen. Lass, Mann, die ist so großartig, die braucht das nicht zu wissen. Hast ganz recht, Teddy. Also los, Kinder, nur mal ran. Mann, der ist prima. Frau Direktor ist aber auch prima, nicht? Wie eine Mutter. Ja. Mein Schatz, hast du gut geschlafen? Herrlich, ja. Ich hatte nur so einen komischen Traum. Stell dir vor, ich sah dich unseren ganzen Streuselkuchen aus dem Schrank nehmen und den Jungs in ihren Arrest bringen. Ich den Jungen? Ja. Du hast also gar nicht geschlafen? Als Schuldirektor habe ich die Pflicht, selbst im Schlaf alles zu sehen. Und ich möchte dich nur eines fragen, liebe Luise. Ja, was denn, Herbert? Ach, hast du mir wesentlich ein Stückchen aufgehoben. Aber natürlich. Na, das ist fein. Übrigens, Luischen, mir ist da eine großartige Idee gekommen. So. Unser nächster Lehrer in Deutsch und Geschichte wird eine schicke, moderne, hübsche junge Frau sein. Oh, wie schön. Ja, nicht wahr? Ich weiß ja schon, an wen ich mich wende. Professor Hausmann weiß sicher jemand für uns. Hallo, Doktor. Dürfen wir Ihre Koffer tragen? Dürfen wir Sie zur Bahn begleiten? Ausnahmsweise. Ich muss mich nur von Mutter Oberin verabschieden. Dankeschön. Herein. Mutter Oberin, ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Ja, Maria. Jetzt ist der Tag da, auf den wir so lange gewartet haben. Nun, wie fühlt sich die junge Lehrerin für Deutsch und Geschichte? Ob ich es schaffen werde? Aber Fräulein Dr. Hofer, etwas mehr Selbstvertrauen, wenn ich bitten darf. Schließlich hat man ja seinen Doktor mit Auszeichnung gemacht. Du wirst mit deiner netten Art die Herzen deiner Schüler im Sturm erobern. Ich danke Ihnen, Mutter Oberin. Für alles. Und ich wünsche dir alles Glück. Und wenn einmal etwas recht schwer für dich ist, dann denk dran, dass du hier bei uns im Kloster immer zu Hause bist. Du, Tizero, spielst eine Partie mit mir? Nee. Gegen dich kommt ja doch keiner an. Das liegt nur an der geistigen Substanz, verehrter Primus. Kinder, mein Alter schreibt mir, er fährt jetzt in Cadillac.
Ganz große Klasse, sage ich euch. So ein richtiger Straßenkreuzer. Na und? Mein Vater fährt Lokomotive. Da ging es um Kalliak und Tretroller. Und meiner geht zu Fuß. Das will auch gekonnt sein heutzutage. Herein. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, Herr Wörter. Darf ich noch für 5 Minuten zu euch reinkommen? Aber selbstverständlich. Alles in Ordnung? Ja. Klar. Eine Neuigkeit für euch. Opfer. Der neue Lehrer für Deutsch und Geschichte? Erraten. Das mit dem Opfer stimmt nicht mehr, Doktor. Na nun. Ja, wir haben uns nämlich entschlossen, von jetzt ab unsere Macht mit Besonnenheit zu gebrauchen. Ach, umso besser. Dann will ich euch auch verraten, wer euer nächster Lehrer ist. Fräulein Dr. Maria Hofer, morgen früh ist sie da. Was? Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Weib kommt gar nicht in Frage. Die haben wir in 3 Tagen ausgeekelt. Wie wär's denn, wenn ihr die Welt mal damit verblüffen würdet, dass ihr euch wie Gentleman benehmt? Ach so, jetzt wollen Sie also auch den Rattenfänger von Hameln spielen. Ach Quatsch. Es ist nur so, dass der Direx beim Abendessen sagt, er hätte eine Frau engagiert, weil er an eure Ritterlichkeit appellieren wollte. Das fand ich eine großartige Idee. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, Ritterlichkeit ist was Schönes. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Doktor. Mir bleibt die Spucke weg. Eine Lehrerin. Mit der werden wir Ping-Pong spielen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das können wir eigentlich nicht machen. Sie ist doch immerhin eine Frau. Im Zeitalter der Gleichberechtigung ist mir das vollständig Schnuppe. Aber wenn sie so ist, wie die Frau Direktor, das wäre doch eigentlich ganz schön. Blödsinn, Benjamin. Dann wäre sie nicht Lehrerin, dann wäre sie verheiratet. Ach, bestimmt ist irgendeine alte Schachtel. Gut, muss ja nicht sein. Vielleicht ist sie jung und schick. So ein Typ wie Margaret Rose, das wäre schon mein Fall. Margaret Rose, dann schon lieber Marilyn Monroe. Also jedenfalls bekommt das Problem Deutsch und Geschichte ein sehr interessantes neues Gesicht. Klasse 6 kapituliert vor einem Weibe. Du willst so eine Tracht Prügel haben, was? Komm, ruhig, einer nach dem anderen hier, Mensch. Du kriegst schon noch Blumen. Immer der Cicero. Oh, die schönen Blumen. Wie aufmerksam. Bitte. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Herr Direktor. Fräulein Dr. Hofer, das ist Klasse 6. Guten Morgen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin überzeugt, wir werden gut miteinander auskommen. Ich schlage vor, unsere Bekanntschaft im Einzelnen schließen wir nachher im Klassenzimmer. Oh, die schönen Blumen. Wie aufmerksam. Das ist doch kein Grund zum Lachen. Klasse 6, ich erwarte von Ihnen äußerste Disziplin. In einer halben Stunde beginnt der Unterricht. Fräulein Dr. Hofer, ich halte es für ratsam, Sie noch etwas ausführlicher über die jungen Herren hier zu informieren. Darf ich bitten? Die Blumen stellen Sie mir vielleicht ins Klassenzimmer. Danke vielmals. Margaret Rose. Marilyn Monroe. Miss Universum. Das ist keine Lehrerin, das ist eine Zumutung. Das kann der Wex machen, mit wem er will, aber nicht mit der Klasse Wex. Komm, ziehen wir uns wieder aus. Ach, an der ganzen Sache bist übrigens auch nur du schuld. Ich? Na ja, deine verrückte Idee, es mit einer Lehrerin zu versuchen. Meine Idee? Ich denke, es war deine Idee. Meine? Na ja, ist auch ganz egal von wem. Schau sie dir doch bloß mal an, wie soll ich denn mit dieser Figur aus dem vorigen Jahrhundert an die Ritterlichkeit von 13 Lausebengels appellieren? Aber sie hat doch so ausgezeichnete Zeugnisse. Das ist nicht das Wichtigste. Sie muss auch in die heutige Zeit passen. Sieh sie dir doch bloß mal an. Also wenn sie schick wäre und modern und rote Fingernägel hätte, dann wäre sie dir recht. Typisch Mann. Luise, ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal den Wunsch haben würde, dich zu verhauen. Also, die kann mit ihrem Bild doch wirklich zufrieden sein. Fantastisch.
Beeil dich, Fred, sie muss jeden Augenblick kommen. Suchen Sie etwas? Ja, kennen Sie sich hier aus oder sind Sie ein Vater? Nicht, dass ich wüsste. Wir sagen nein. Aber gestatten Sie eine Gegenfrage. Haben Sie sich etwa verlaufen oder sind Sie eine Mutter? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, vielmehr, ich wollte sagen, ich suche meine Klasse. Ihre Klasse? Etwa Klasse 6? Ja. Wissen Sie, wo das Zimmer ist? Sind Sie etwa Dr. Hofer? Ja. Ach, du grüne Neune. Wie bitte? Ich meinte, Sie werden es nicht ganz leicht haben. Ja, das weiß ich. Das hat mir der Herr Direktor auch schon gesagt. Aber ich hoffe, ich schaffe es. Gott geb's. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg. Das wäre sehr nett. Übrigens, ich heiße Klinger. Physik, Sport. Ach, Sie sind ein Kollege? Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Lehrer. So, das trifft mich aber hart. Ich bin es nämlich mit Leib und Seele. Ich auch. Es ist etwas Wunderschönes. Sind Sie denn schon lange dabei? Nein, das ist meine erste Stellung. Ich habe vorher nur in der Klosterschule unterrichtet. Professor Hausmann hat mich hierher empfohlen. Donnerwetter, dann hält aber viel von Ihnen. Ich kenne den alten Herrn gut. Wirklich? Ich bin ihm sehr dankbar. Wenn ich auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe. Ach, lassen Sie sich nur nicht bange machen. Morgen, Jungs! Morgen, Doktor! So, Fräulein Doktor, jetzt verlasse ich Sie. Ich hoffe, die Klasse 6 macht Ihnen ebenso viel Freude wie mir. Das denke ich auch. Ich danke Ihnen sehr, Herr Doktor. Ihr verdammten Bengels! Entschuldigen Sie, Herr Kollege, aber das ist mein Ressort. Auf Wiedersehen. Wie Sie meinen. Sie können sich setzen. Sehr aufmerksam. Begabter Zeichner. Das soll wohl mein Spitzname werden. Nun, das können Sie halten, wie Sie wollen. Während des Unterrichtes bin ich für Sie, Dr. Hofer. Ich hoffe, den genialen Meister unter Ihnen nicht zu beleidigen, wenn ich sein Werk zerstöre. Aber wir brauchen die Tafel. Ich mag Frösche sehr gern, aber ich fürchte, er stört uns. Hey, du da, sei so gut und trage ihn hinaus. Ich? Soll ich den Frosch hinaustragen? Ja, du. Ach, Verzeihung, Sie natürlich. Komisch. Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, nicht in der Sekunda, sondern in der Sechsta zu sein. Verzeihung, dass ich Sie geduzt habe. Also, wollen Sie so freundlich sein, den Frosch hinaus zu befördern? Ach, Sie haben doch nicht etwa Angst vor Fröschen. Ich ekel mich davor. Das müssen Sie überwinden lernen. Es gibt Schlimmeres. Also, machen Sie Ihre Hand auf und seien Sie ein Mann. Klassenbuch? Wer ist der Primus? Ich. Bitte stehen Sie auf. Sie sind also der berühmte Cicero. Es verrät eine ganze Menge Selbstvertrauen, wenn man sich einen so anspruchsvollen Beinamen gefallen lässt. Nun, Cicero, wo ist das Klassenbuch? Schublade. Danke. Ach, wie reizend. Sicher noch von der Biologiestunde her. Wie konnte man sie nur vergessen? Die armen Tierchen werden Hunger haben. Ekelt sich einer der Herren etwa vor weißen Mäusen? Ach, gut, dass Sie wieder da sind. Dann brauche ich keinen Ihrer Kameraden zu bemühen. Bitte kommen Sie zu mir. So. Bringen Sie die Tierchen dahin, woher Sie sie geholt haben.
Ja, aber wieso denn immer ich? Ja, weil Sie nun schon Übung darin haben. Oder fürchten Sie sich etwa auch vor weißen Mäusen? Sind noch mehr Überraschungen dieser Art vorgesehen? Ich möchte nämlich ganz gerne mit dem Unterricht beginnen. Im Übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich sämtliche erprobten Scherze dieser Art aus meiner Schulzeit genau kenne. Wenn Sie mir also imponieren wollen, und ich zweifle nicht, dass Sie das gerne möchten, dann seien Sie bitte etwas origineller. Wir werden uns bemühen, Frau Doktor. Bande. Hoffentlich haben Sie gut geschlafen. Guten Morgen. Die Sache mit den Weckern war mir immerhin neu. Nach der Stunde sind die Herren vielleicht zu freundlich, sich aus dieser Musterkollektion ihr Eigentum selbst herauszusuchen. Falls sich trotz allem ein Gentleman in Klasse 6 befindet, wäre ich ihm überaus dankbar, wenn er mir aus der Küche einen Mokka besorgen würde. Aber gerne. Für was halten muss. Ich kann natürlich sagen, dass Freund Dr. Hofer imponiert mit. Hat ganz recht, Cicero. Die Frau ist großartig. Freut euch nicht zu früh. Ich traue keinem Weib. Ich sage euch die Petz. Jetzt nicht. Petz! Wenn du das meinst, warum kommst du denn dann überhaupt mit? Weil ich der Meinung bin, man muss auch in der Opposition ein Gentleman sein. Nanu, habt ihr denn keinen Unterricht? Geht schon voraus, ich komme gleich nach.
Also, was ist los? Ihr habt doch bestimmt was ausgefressen. Nein, nein, wir wollen nur für Frau Dr. Hofer einen Mokka holen, weiter nichts. Alle 13? Ja, 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 alle 13. Wir sind nämlich Gentlemen. So. Es ist auch ganz bestimmt nichts. Bestimmt nichts. Na, dann lauft, ihr Gentlemen. Fräulein Doktor? Hallo. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Natürlich. Ich weiß selbst nicht, wieso ich so plötzlich eingeschlafen bin. Entschuldigen Sie bitte. Aber Sie brauchen sich doch bei mir nicht zu entschuldigen. Sagen Sie mal, was machen Sie denn mit den vielen Weckern hier? Hat das etwa mit Ihrer Müdigkeit zu tun? Nein, nein, bestimmt nicht. Die Jungs haben doch wieder was angestellt, nicht wahr? Nein, wirklich nicht. Ich brauche die Wecker. Ja, für einen Anschauungsunterricht. Ich wollte mich nur vergewissern, ob es stimmt, dass ihr mal ausnahmsweise nichts verbrochen habt. Aber Frau Dr. Hof hat es bestätigt. Es beruhigt mich ungemein. Ich will Sie jetzt nicht weiter stören, Frau Doktor, aber sollten Sie mal mit Klasse 6 nicht fertig werden, so stehe ich gerne als Vermittler zur Verfügung. Ich bin nämlich mit diesen jungen Herren befreundet. Nicht wahr, Jungs? Jawohl, Herr Doktor. Danke vielmals, Herr Doktor. Aber Klasse 6 und ich verstehen uns ausgezeichnet. Jawohl, Herr Doktor. Bravo. Ich sehe, ich bin ganz überflüssig. Dann also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich wäre Ihnen überaus dankbar, wenn ich den Mokka trinken dürfte, bevor er kalt wird. Fest steht, sie hat nicht gepetzt und sie ist eine prima Lehrerin. Ich bin dafür. Irgendwelche Einwände von der Opposition? Ich sage nur ein Wort. Ausflug. Was heißt das? Als Klassenlehrerin muss sie doch mit uns Ausflüge machen. Na und dann? Wenn wir mit der ankommen, sind wir alle blamiert. Fräulein Doktor Schnecke. Das stimmt allerdings. Dann sind wir blamiert für alle Zeiten. Tja, also dann doch raus mit dir. Benjamin, was ist denn? Hast du wieder Heimweh? Nö, aber wenn wir sie nicht behalten können, dann vergrauen sie bloß schnell, bevor sie mir zu sympathisch wird. Übermannste, Moll. Mir ist sie nämlich auch schon ziemlich sympathisch. Sie hat so schöne Augen. Gut, eigentlich ist sie überhaupt nicht hässlich, aber sie ist eben unmöglich angezogen. Und die Frisur. Ja, dann ist die Sache doch ganz einfach. Cicero geht hin und sagt, sie soll sich anständig anziehen und sich die Haare abschneiden lassen. Du bist wohl verrückt, das werde ich nicht tun. Das würde sie sich schön verbieten. Also ich glaube, Frauen lassen sich überhaupt nicht gern was sagen. Nur wenn sie verliebt sind. Stopp mal, verliebt. Das ist gut. Ich werde sie in mich verliebt machen. Affe, selber einer. Nun streitet euch doch nicht. Auf jeden Fall muss es ein Mann sein, der schon etwas ist. Ein älterer eben, mit Beruf und so. Ich habe eine Idee. Wir geben ihr den Dr. Klinger. Mensch, gar nicht so schlecht. Den hat sie auch heute schon so merkwürdig angesehen. Stimmt, sie hatte beinahe so einen Silberblick, wie meine Schwester, wenn sie verliebt ist. Okay, Cicero, du gehst zum Klinger und sagst, Herr Doktor, sagst du, die Schnecke hat sich in sie verliebt. Und deshalb müssen sie ihr sagen, sie soll sich anständig anziehen. Idiot, der Klinger boxt mich so zusammen, dass ihr morgen für meine Beerdigung sammeln könnt. Aber wie wär's, wenn wir ihr einen Brief schreiben würden? So als käme von Klinger. Genial, Kinder, das ist die Lösung. Toll. Ich beantrage sofort eine ernsthafte Debatte. Moment mal. Erst müssen wir doch feststellen, wie wir den Brief schreiben. Mit Schreibmaschine oder... Nur. Sonst würde sie es ja merken. Ja, und die Unterschrift? Ach, Kleinigkeit steht doch im Klassenbuch. Ja, und? Und sowas nennt sich nun Primus. Machen wir einfach nach. Fertig. Und wenn sie ihm den Brief zeigt? Und wenn sie mit ihm spricht? Ganz einfach. Wir müssen den Brief eben so abfassen, dass sie es nicht tut. Das ist schon zu machen. Wir müssen die beiden eben überwachen, dass sie nie alleine mehr sprechen, bis sie anders aussieht. Und wenn es trotzdem rauskommt? Sagen wir ganz einfach, wir wollten ihr mit etwas Originellem imponieren. Wir wollen ja nichts Böses. Wir wollen ja bloß, dass sie schön wird. Hohes Haus, ich stelle den Antrag, wir lassen überhaupt erstmal eine Versuchsbombe los. Jawohl. Und wer schreibt? Du nicht. Die besten Aufsätze schreibt Cicero. Du kannst ja bei Goethe und Hölderlin ein bisschen klauen.
mit einem Schuss Heinrich Heine und Erich Kästner gemixt. Und so zwischendrin immer ganz unauffälligen Lob für Klasse 6, nicht wahr? Also gut, die Versuchsbombe wird losgelassen. Dr. Klinger? Das ist ja merkwürdig. Liebes Fräulein Doktor, Sie werden sich fragen, warum ich diesen Weg wähle, warum ich Ihnen schreibe, anstatt mit Ihnen zu sprechen. Allerdings. Aber ich möchte nicht, dass ein privates Gespräch zwischen uns beobachtet, gehört oder vielleicht sogar missdeutet werden könnte. Bewahren Sie also bitte über meinen Brief stillschweigen, sogar gegen mich. Lassen Sie uns ein unausgesprochenes Geheimnis miteinander teilen. Er schreibt wie ein Primaner, aber es ist nett. Vor allen Dingen gratuliere ich Ihnen zu Klasse 6, deren Schüler zu den vielversprechendsten des ganzen Internats gehören. Ich freue mich, dass es Ihnen gelungen ist, diese Elite-Klasse zu erobern. Ich muss Ihnen gestehen, dass Sie mich ganz verzaubert haben. Und immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich an Sie denken muss. In stiller Verehrung, Ihr sehr ergebener Dr. Hans Klinger, Postskriptum. Warum tragen Sie eigentlich so hässliche Wollstrümpfe? Warum tragen Sie eigentlich so hässliche Wollstrümpfe? Frechheit. So eine Frechheit. Sehr gut, Rudi. Ich glaube, heute schaffst du noch 5 cm höher. Probier's mal. Ah, Pater Anselmus. Du willst wohl deine Sängerknaben abholen, was? Ja, hoffentlich hast du ihnen noch ein bisschen Puste gelassen, sonst sehe ich wieder sehr schwarz für meine Chorprobe. Verzeihung, Pater Anselmus, ich muss etwas melden. Ach ja, mir ein fürchterliches. Wieder ein Stimmbruch fällig in Klasse 6. Hm? Ja, leider, seit heute Nacht. Bin ich frei von der Probe? Nein, nein, so weit kommst du mir da nicht weg. Den Stimmbruch werde ich mir erst noch mal anhören. Achtung, er springt. Rudi, du hast die Stange zu früh losgelassen. Das möchte ich auch mal versuchen. Ist dir das so schwer? Ach nö, das ist ganz einfach. Komm, zeig mal, ob du Mumm in den Knochen hast. Lass mal versuchen. Ich habe ja früher auch mal Sport getrieben. Los, Jungs, leg die Latte 20 cm höher. Oh! Wie hoch war das eigentlich? 3,80 Meter. Aber das habe ich nicht gewollt. Den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Immerhin, Jungs. Einen Ehrensalut für Pater Tralala! 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 Ich werde gleich was trällern. Hallo! Von Doktor! Einkäufe gemacht? Ach, nur ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, Sie kennen Pater Anselmus noch gar nicht. Ist der Leiter unseres Chors. Ein alter Freund von mir. Wir haben zusammen auf der Schulbank gesessen.
Und das ist das mutige Frau Dr. Hofer, das es auf sich genommen hat, die Klasse 6 zu bändigen. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Dr. Klinger hat mir schon sehr viel von Ihnen erzählt. Ich werde verrückt, sie hat seidene Strümpfe an. Und sogar mit Zwickel. Mensch, Tito, die Versuchsbombe hat hingehauen. Ich will Sie nur nicht länger aufhalten. Die Jungen sehen schon ganz sehnsüchtig zu uns herüber. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Doktor. Was sagst du zu ihr? Ulkige Nudel, was? Wie die sich angezogen hat? Kannst du dir vorstellen, dass sich ein Mann in solche Frau verlieben könnte? Warum nicht? Sie hat sehr schöne Augen. So? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sie hat aber wirklich sehr schöne Augen und sehr gute Hände. Hör auf! Sonst halte ich Frau Dr. Hofer noch für eine Pfingstrose. Das arme Mädchen ist in Wirklichkeit höchstens ein Mauerblümchen. Davon verstehst du ja nichts. Auf alle Fälle steht fest, sie hat keinen Ton gepiept. Kunststück, der Tralala stand ja daneben. Das ist noch kein Beweis. Sie hätte ja auch sagen können, Herr Doktor, was erlauben Sie sich? Muss ich sprechen, unter vier Augen. Ist doch ganz klarer Fall. Sie hat die Strümpfe angehabt und sie hat nichts gesagt. Also tut sie alles, was Dr. Klinger möchte. Da ist sie also in ihn verliebt. Also wenn ihr die ganze Zeit quasselt, kann ich keinen Liebesbrief schreiben. Also was soll ich diesmal als PS hinschreiben? Na, liest du erst mal vor, was du schon hast. Das ist doch nicht nötig. Warum denn nicht? Wer schreibt denn die Briefe, du oder die Klasse 6? Weder noch. Die Briefe schreibt euer vielgeliebter Dr. Klinger. Nu, was hast du denn mit einmal gegen ihn? Ach, gar nichts. Lest den Brief und lasst mich in Ruhe. Also hört man zu. Liebes Fräulein Doktor, Sie wissen gar nicht, wie ich mich gefreut habe, als ich sah, dass Sie meinem gut gemeinten Rat gefolgt sind. Ich hatte schon Angst, Sie würden mir böse sein. Aber Sie sahen mich an, Sie lächelten und schwiegen. Mir kommen die Tränen. Halt doch mal dein Maul. Bis weiter, Georg. Da wusste ich, dass Sie mich verstanden haben. Ich an Goethe und die Frau von Stein. Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Gut. Hoffentlich kommt einmal der Tag, an dem ich Ihnen alles mündlich sagen kann, was mein Herz bewegt. Bei wem hast du das geklaut, Cicero? Bei niemand. Das ist von mir. Das ist ganz große Klasse. Für heute grüße ich Sie herzlich, Ihr Doktor. Ist das alles? Du hast ja gar nichts von uns reingeschrieben. Wie tadellos wir sind und so. Herr Idiot, dann merkt sie doch was. Wenn es einer von euch besser kann, soll der es doch schreiben. Hoppla, weiß man nicht gleich. Also was soll ich jetzt als PS hinschreiben? Komm, lass mich. Schreib doch ganz einfach, wie wär's, wenn Sie zu Ihren entzückenden Strümpfen auch hübsche Schuhe tragen würden? Also gut. Danke. Er hat es nicht einmal bemerkt, dass ich neue Schuhe anhabe. Wenn ich nicht seine Briefe hätte, würde ich nicht glauben können, dass er sich für mich interessiert. Merkwürdig. Bilde ich es mir nur ein? Oder kokettiert sie mit mir? Übrigens, Tralala hat recht. Sie hat wirklich schöne Augen. Darf ich die Kollegen einen Moment stören? Ich mache gerade ein Kreuzworträtsel für eine Zeitung. Und ich suche eine Definition für das Wort Liebe, aber nicht bloß die übliche Frage, Gefühl mit fünf Buchstaben. Ich habe folgende Definition für das Wort Liebe. Rechenexempel zweier Menschen, das selten aufgeht. Sehr gut. Ja, aber ich fürchte, es ist zu kompliziert. Es ist auch etwas zu sehr Mathematik, lieber Kollege. Also ich persönlich würde sagen, Liebe, eine rosa Wolke am grauen Alltagshimmel. Sehr poetisch, aber sehr Kunstmalerei. Wir in Frankreich würden vielleicht sagen, L'amour, die charmanteste Gelegenheit, den Verstand zu verlieren. Aber warum fragen wir nicht Mademoiselle? Frauen sind doch in dieser Frage viel kompetenter. Verzeihung, aber ich weiß nicht, wie ich Liebe definieren soll. Professor, schreiben Sie doch einfach, Liebe ein Zustand unerklärlicher Verwirrung. Warum geht er denn jetzt? Hat er sich geärgert, weil ich das Wort Liebe nicht definieren kann? Ich kann es wirklich nicht. Ich glaube, ich nehme doch Liebe, Rechenexempel zweier Menschen, das selten aufgeht. Also das geht allmählich zu weit.
Kleider machen Leute? Haben Sie nichts Hübscheres anzuziehen? Was bildet sich der Kerl eigentlich ein? Nichts Hübscheres anzuziehen. Können wir denn essen, Luise? Die Suppe wird doch kalt. Frau Doktor ist noch nicht da. Sie wird ja jeden Augenblick kommen. Dabei fällt mir ein, meine Herren, Ihre Wette haben Sie verloren. Dr. Hofer hält sich großartig. Klasse 6 spurt, dass es eine wahre Freude ist. Ja, es war wirklich eine gute Idee von dir, es einmal mit einer Frau zu versuchen. Ja, können wir nicht doch anfangen? Da ist sie ja schon. Oh, wie hübsch. Oh. Verzeihung, ich habe mich verspätet. Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. Dürfen wir jetzt? Bitte. Ja, Mahlzeit. 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 Eigentlich ein verdammt hübsches Mädchen, dieses Fräulein Dr. Schnecke. Für wen macht sie sich eigentlich so schön? Ich glaube, ich gefall ihm. Er sieht mich ganz anders an als früher. Wenn ich doch nur einmal mit ihm allein sein könnte. Wir könnten uns ja in der Stadt treffen. So, jetzt kommt der Nachtisch für die jungen Herren. Ah! Ja, Kinder, presst mich nicht gleich auf! Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Essen ist doch das Schönste, was es gibt. Frechsack. Ich kann mich immer noch nicht beruhigen, wie totschick die Schnecke in ihrem neuen Kleid aussieht. Stimmt, sie macht sich wirklich. Das heißt, sie macht sich. Wir machen sie. Ich mache sie. Stimmt nicht, wir. Du bist bloß ausführendes Organ, weil du Spezialist bist. Sehr richtig. Nur die Frisur, die macht mir noch Sorge. Das gibt eine harte Nuss. Das gibt eine herrliche Gelegenheit für unseren Liebesbriefspezialisten, zu beweisen, wie groß die Macht seiner Worte ist. Ich werde es euch beweisen. Ja. Ich wette, sie geht zum Friseur. Na, na, na. Schmeckt's den Damen? Ja, danke. Sehr gut. Du. Schau dir mal die Frau an, die da drüben geht. Ein Rasseweib. Das ist doch mal. Das ist doch voll ein Dr. Hofer. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Hast du sie nicht erkannt, Fred? Nee, der hat sich ja ganz verändert. Ich hab's geschafft. Sie war beim Friseur. Voilà, meine Herren, ich hab gewonnen. Sie hat eine andere Frisur. So, und jetzt werde ich Sie nach Hause begleiten. Wiedersehen. Nein, nein. Nein, komm mit. Halt, halt, halt. Die jungen Herren heute Zahlen vergessen. 18 Portionen Eis, A 50 macht 9,90 €, Herr Fred, bitte. Immer ich. Was mich die Frau ein Geld kostet? Stimmt. Kavalier schweigt und zahlt. Herr Ross, wir kriegen lang, ist der lange, lange Weg zu dir. Doch auf Schritt und Tritt geht der Frühling mit. Und die schönsten Rosen stehen für mich bei dir. Eine lange Weile macht dir lange Weile, nur das eine wünsch ich mir. Dass du nicht schon längst Herz und Hand verschenkst, wenn ich tausend Träume lang alle Blütenbäume rauch. Auf den langen, langen Weg zu dir marschier. Thank you.
Dein Mauerblümchen macht aber Fortschritte. Sie scheint in irgendjemand verliebt zu sein. Diese Verwandlung. Sie geht auch dauernd in die Stadt. Wenn ich tausend Bäume lang, alle Blüten. Warum singt ihr denn nicht weiter? Das war doch sehr schön. Es hat nur zwei Strophen und die haben wir schon 6 Mal gesungen. Scheint ja eine dicke Freundschaft zu sein zwischen Ihnen und den Jungs. Freut mich. Waren Sie mit der Klasse 6 in der Stadt? Nein, wir haben uns zufällig getroffen. Ich hatte dort etwas zu tun. Sie haben eine neue Frisur. Die steht Ihnen aber sehr gut. Ja, ein guter Freund von mir machte mich darauf aufmerksam, dass ich einmal meine Frisur ändern lassen sollte. Gefällt sie Ihnen auch, Herr Doktor? Ganz nett. Wissen Sie, ganz abschneiden lassen, dazu konnte ich mich nicht entschließen. Obwohl kurze Haare moderner sind, ich weiß. Nun, Fräulein Doktor, das ist letzten Endes allein Ihre Sache. Anselmus, hast du nicht gesagt, dass der Abt dich erwartet? Eine raue Schale, aber ein weicher Kern. Kennen. Los, Jungs, komm, gehen wir weiter. Warum bist du eigentlich so schlechter Laune? Und warum dieser Schwindel mit dem Abt? Na, soll ich mir etwa von diesem Fräulein Doktor einen Vortrag über moderne Frisuren anhören? Noch dazu von Jungs? Ja, ich sehe ein, dass dich das ärgert. Soll sich doch mit ihrem Freund über ihre Frisur unterhalten. Mein lieber Hans, weißt du, dass du eifersüchtig bist? Ich? Ja, du. Du hast dich bis über beide Ohren in dieses Mauerblümchen verliebt. Du bist ja verrückt. Soll ich dir etwas sagen? Sie auch in dich. Jetzt bist du ganz übergeschnappt. Ich hab dir doch gesagt, dass sie einen Freund hat. Sie ist kokett, weiter nichts. Aber davon verstehst du ja nichts. Nein, wie sollte ich auch? Eins ist doch klar wie Kloßbrühe. Sie ist in den Klinger verknallt. Oder ist einer da, der das noch nicht gemerkt hat? Das ist nicht wahr. Ich glaube nicht, dass sie sich in diesen lächerlichen Muskelprotzen verknallt hat. Etwa in dich? Ach. Sag doch nicht immer so einen Blödsinn. Lass ihn doch zufrieden. Ich tue ihm doch gar nichts. Ich schlage vor, wir machen Schluss mit dem Briefschreiben. Sehr richtig. Sehr richtig. Als sie vorhin vor Klinger stand, habe ich sowieso schon Blut und Wasser geschwitzt. Ja, ich auch. Erst also machen wir Schluss, ja? Ja, so einfach wie du dir das vorstellst, geht das auch wieder nicht. Wir müssen ihr auf jeden Fall einen Abschiedsbrief schreiben. Sonst wird sie Klinger doch fragen, warum er nicht mehr schreibt. Cicero hat recht. Ja, aber wir wissen, diesen plötzlichen Abschied begründen. Und wenn sie ihn dann doch anspricht. Ja. Ich werde sie eben bitten, alles zu vergessen und nicht mehr davon zu reden. Wird mir schon irgendwas einfallen. Weißt du, Entsagung oder sowas zieht doch immer. Fräulein Doktor, bitte erschrecken Sie nicht. Erst vor einigen Tagen erfuhr ich, dass ich an einer unheilbaren Tuberkulose erkrankt bin. Auf keinen Fall, es glaubt dem Klinger ja doch kein Mensch. Vielleicht eine reiche Partie, die ich meinen Eltern zuliebe nicht ausschlagen darf. Das ist zu blöd, das könnte von der Malitz sein, da lachen die Hühner. Ich liebe eine andere. So was kommt doch vor. Da wäre sie auch viel zu stolz, ihn noch anzusprechen. Liebes Fräulein Doktor, ich liebe eine andere. Vergessen Sie mich zum letzten Male, Ihr Dr. Klinger. Oh, Fräulein Doktor, Sie sind hier? Macht es Ihnen etwas aus? Nein, im Gegenteil, aber das ist sozusagen meine Bank, mein Lieblingsplatz. Das kann ich verstehen. Es ist wunderschön hier. Ja, und so einsam. Und manchmal muss man doch alleine sein. Sagen Sie, Cicero, was verbergen Sie eigentlich so krampfhaft hinter Ihrem Rücken? Ich? Oh, nichts, nichts Besonderes bestimmt. Sie machen doch nicht etwa Gedichte? Oh, dann gehe ich jetzt lieber. Nein. Dichter wollen allein sein, nicht wahr? Oh, Sie machen doch kein trauriges Gedicht. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch schade. An einem so schönen Tag wie heute. Also, Wiedersehen, Cicero. Nicht wahr? Ich bekomme das Gedicht dann mal zu lesen.
kann es nicht. Ich kann es nicht. Liebes Fräulein Doktor, vielleicht ist das, was ich jetzt tue, falsch. Vielleicht werden Sie mir eines Tages böse sein. Aber ich kann nicht anders. Ich muss Ihnen gestehen, wie sehr ich Sie liebe. Und dass ich darauf hoffe, dass ein Wunder geschieht. Dummer Kerl, wozu brauchst du denn noch ein Wunder? Dann werde ich Ihnen nicht mehr schreiben. Dann werde ich offen vor Sie hintreten und Ihnen sagen, was ich schon lange fühle. Sie sind meine erste große Liebe. Ich möchte nichts, als dass Sie glücklich sind. Er hat vergessen zu unterschreiben und kein Postskriptum. Wer liebt? Ich frage auch dich, hast du vor Gott dein Gewissen geprüft und bist du frei und ungezwungen hierher gekommen, mit diesem, deinem Bräutigam, die Ehe einzugehen? Ja. Ganz traue ich deinem Stimmbruch ja nicht, Teddy. Aber jetzt lauf nur. Singen soll man nur, wenn man Lust dazu hat. Dankeschön, Pater Anselmus. Oh, Verzeihung, Pater Anselmus, störe ich eine Probe? Nein, durchaus nicht. Wir sind fertig. Pater Anselmus hat nur meinen Stimmbruch nachgesehen. Dein Stimmbruch? Hm? Wollen Sie ein bisschen musizieren, Fräulein Doktor? Ja, wenn Sie das Musikzimmer nicht gerade brauchen. Nein, nein, wir sind fertig. Komm, Teddy, wir lassen Fräulein Doktor allein. Einen schönen Sonntag. Schön, ja. Danke, gleichfalls. Mein Herz nicht haben als diesen einen Tag, da wir die Hand uns gaben, selig beim Amselschlag. Nun sind die Amseln alle still, nun hält die Welt den
den Atem an, weil mein nichts mehr will, weil ich mir selber sagen kann, mehr kann mein Herz nicht haben, denn all mein Glück im Leben. Prima, prima. Schöne Stimme, was? Hans, wenn du mal hören willst, wie ein Mauerblümchen singt, dann geh ins Musikzimmer. So geb ich gern das nächste Jahr und alle Ewigkeiten her für diesen Tag, der heut so war, als fragte er, was willst du mehr? Moment, bitte, ich muss hier unbedingt sprechen. Psst, fort. Später. Hat mir die Hand gegeben an diesem Tag. Bitte nicht aufhören. Was, die beiden sind allein im Musiksaal? Ja, sie singen. Was? Sie singen? Wie kommt sie denn dazu? Sie muss doch traurig sein. Du Cicero, was hast denn da geschrieben? Das hat ja keinen Sinn, ich muss es euch ja doch sagen. Ich habe nämlich keinen Abschiedsbrief geschrieben, sondern... Sondern? Nun sag schon! Einen Liebesbrief. An diesem Tag. Es war sehr schön. Sie sind wirklich erstaunlich, wie Sie sich verwandelt haben. Das verdanke ich doch Ihnen. Ach. Ja, im Anfang war ich Ihnen beinahe ein bisschen böse. Aber dann... Was dann? Ja, Sie müssen wissen, wenn man wie ich im Kloster aufgewachsen ist, dann achtet man nicht so auf äußere Dinge. Natürlich nicht. Doch. Sie meinen die Frisur. Ich war neulich ganz unglücklich, weil ich merkte, dass Sie böse auf mich waren. Aber der Brief heute Morgen hat mich wieder sehr froh gemacht. Was sagen Sie da? Ich hätte Ihnen geschrieben? Oh, wollen Sie, dass ich überhaupt nicht davon spreche? Aber wir sind doch hier ganz allein. Liebes Fräulein Doktor, es tut mir sehr leid. Aber ich habe Ihnen nicht geschrieben. Sie haben mir nicht geschrieben? Ja, aber das ist doch nicht möglich. Ich schwöre Ihnen, ich habe Ihnen niemals geschrieben. Aber es war doch Ihre Unterschrift. Ich fürchte, man hat Ihnen einen hässlichen Streich gespielt. Maria, ich wollte, es wäre so, dass ich Ihnen geschrieben hätte. Was müssen Sie von mir denken? Nein, bitte fassen Sie mich nicht an. Maria! Los, kommt rein! Reinkommen, habe ich gesagt, aber rasch! Jetzt raus mit der Sprache. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr von Herrn Dr. Hofer geschrieben? Ich will alles wissen, hört ihr? Schließlich habt ihr meinen Namen benutzt. Begreift ihr eigentlich, was ihr getan habt? Könnt ihr euch vorstellen, wie es jetzt in eurer Lehrerin aussieht? Wir wollten doch nichts Böses. Bestimmt nicht. Wir wollten Sie doch bloß so gern behalten. Kapiert ihr denn nicht, dass es Dinge gibt, mit denen man nicht spielen darf, ihr dummen Jungs? Moment, Herr Doktor, nicht diesen Ton. Zugegeben, wir haben Ihren Namen benutzt, um aus Fräulein Dr. Hofer eine hübsche, moderne Frau zu machen. Aber Sie haben dadurch die Liebe einer Frau gewonnen, die Sie nicht im Mindesten verdienen. Ich warne dich. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich weiß genau, Sie hätten Fräulein Dr. Hofer nicht einmal bemerkt, wenn sie sich nicht durch uns verändert hätte. Männer wie Sie lieben ja nur die schöne Fassade.
Lackierte Fingernägel, Lippenstifte, ein hübsches Fähnchen. Nicht wahr, Herr Dr. Klinger? Verzeihen Sie, Cicero. Das wollte ich nicht. Das macht nichts. Das passt zu Ihnen. Boxen sehr gut, Menschenkenntnis ungenügend. So, ich glaube, das dürfte für meinen Hinauswurf genügen. Ach, hier sind Sie. Ich suche die Klasse 6 schon im ganzen Haus. Ist etwas Besonderes, Herr Direktor? Allerdings, ja. Corvinian hat mir eben gemeldet, dass Fräulein Dr. Hofer mit einem Koffer geradezu fluchtartig das Internat verlassen hat. Fräulein Dr. Hofer? Allerdings, Fräulein Dr. Hofer. Sie hat sich nicht abgemeldet und auch nicht verabschiedet, weder von mir noch von meiner Frau. Ich vermute, diese etwas merkwürdige Zusammenkunft hier hängt mit der Abreise Fräulein Hofers zusammen. Oder täusche ich mich, Dr. Klinger? Wir hatten eine kleine Unterredung, weiter nichts. Übrigens glaube ich nicht, dass es etwas Besonderes ist. Sonst hätte Fräulein Hofer bestimmt Bescheid gegeben. Aha, gut, gut. Ich verlasse mich auf Sie, Dr. Klinger. Sollte sich allerdings herausstellen, dass für diese etwas plötzliche Abreise die Klasse 6 in irgendeiner Weise verantwortlich ist, so möchte ich heute schon darauf hinweisen, dass diesmal die Klasse 6 ohne Ausnahme fliegt. Was das für einige von Ihnen bedeutet, brauche ich wohl nicht näher zu erläutern. Hoffentlich kommt Fräulein Dr. Hofer bald zurück. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Das war großartig von Ihnen, Herr Doktor. Bildet euch nicht ein, ich hätte es euretwegen getan. Mir geht es nur um Fräulein Dr. Hofer. Ich will ersparen, dass diese erbärmliche Geschichte publik wird. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, Mutter Oberin. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr zurück kann. Das verstehen Sie doch. Ich darf also hier bleiben. Das weißt du doch. Aber hast du nicht einmal gedacht, dass es eine Pflicht gibt, dass man den Platz ausfüllen muss, auf den man gestellt ist? Auch über persönliche Gefühle hinaus. Ach, Mutter Oberin, ich würde mich zu Tode schämen. Vor ihm und vor den Kindern. Willst du mir mal eine Frage beantworten, mein Kind? Ja, Mutter Oberin. Liebst du diesen Mann? Ich weiß es nicht. Ich habe es geglaubt, aber ich weiß es nicht mehr. Er hat ja die Briefe gar nicht geschrieben. Ach, Mutter Oberin, ich fühle mich so gedemütigt. Nein, nein, ich kann ihn nicht mehr wiedersehen. Könnt ihr schlafen? Nee. Wenn man nur wüsste, wo sie ist. Ach, nun hör schon auf zu heulen, Benjamin. Bestimmt hat sie sich was angetan. Ach, Blödsinn, Mensch. Dann hättest du doch nicht erst die Koffer gepackt. Sie muss uns für richtige Schweine halten. Waren wir ja auch. Morgen wird der Direx alles wissen und dann bin ich mein Stipendium los. Was ist denn bloß mit Cicero los? Das ist so schweigsam. Hey, Cicero, schläfst du? Macht euch keine Sorgen. Wenn einer fliegt, bin ich's. Ich nehme alles auf mich. Kommt gar nicht in Frage. Wir sind alle dran schuld. Genau wie du. Wenn wir fliegen, dann alle Aufnahmen los, hat ja der Direktor auch gesagt. Und das ganze Drama bloß wegen einem Weib. Seid doch endlich alle ruhig. Aber eins sage ich euch für alle Zukunft. Mit Liebe und sowas lasse ich mich nie mehr ein. Wirklich gekommen. Gott sei Dank. Ich machte mir schon die größten Sorgen. Warum? Das ist doch alles letzten Endes meine Sache.
Maria, bitte hör. Ich weiß doch, wie es in Ihnen aussieht. Das glaube ich nicht, Herr Doktor. Sonst würden Sie einsehen, dass Sie durch Ihr Verhalten meine Situation nur noch schwieriger machen. Himmel, Donnerwetter, Maria, ich liebe Sie doch. Ich kann doch nichts dafür, dass ich Ihnen die Briefe nicht geschrieben habe. Aber wenn Sie wollen, dann schreibe ich Ihnen von jetzt an jeden Tag ein Dutzend. Herr Dr. Klinger, wenn Sie so weiterreden, dann zwingen Sie mich, wieder zurückzufahren. Das will ich natürlich nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie belästigt habe. Verstehen Sie denn nicht, dass ich überhaupt nur im Internat bleiben kann, wenn wir uns so wenig wie möglich begegnen? Aber Maria! Nennen Sie mich nicht Maria. Ich bin für Sie Dr. Hofer. Jetzt lassen Sie mich endlich gehen. Ist doch bestimmt schon 10 Minuten her, seitdem es geläutet hat. Mindestens. In allen anderen Klassen hat der Unterricht schon längst angefangen. Und der Direkt schickt uns nicht mal eine Vertretung. Kinder, mit anderen Worten, wir sind erledigt. Passt auf, in ein paar Minuten kommt der Direx und teilt uns mit, dass er uns leider vom Internat verweisen muss. Keine Angst, Kinder. Ich sorg schon dafür, dass keiner von euch fliegt. Achtung, da kommt jemand. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Freund Doktor, dass Sie wieder da sind, das ist so großartig. Können Sie uns denn verzeihen? Bitte, Freund Doktor, nicht böse sein. Wir dachten uns nichts dabei. Seien Sie bitte den anderen nicht böse, Fräulein Doktor. Ich war es, ich habe die Briefe geschrieben. Ruhe, bitte. Zunächst einmal begeben Sie sich auf Ihre Plätze. Auch Sie, Primus. Sie haben etwas getan, was es mir beinahe unmöglich machte, hierher zurückzukommen. Wenn ich heute trotzdem vor Ihnen stehe, dann nur, weil ich voraussetze, dass das, was geschah, vergessen ist und nicht mehr besprochen wird. Sie haben mir einen etwas ungewöhnlichen Anschauungsunterricht erteilt, den ich vielleicht sogar nötig hatte. Und ich war, das müssen Sie zugeben, eine folgsame Schülerin. Ich habe fleißig gelernt. Und das Gleiche erwarte ich jetzt von Ihnen, meine Herren. So. Und jetzt möchte ich mit dem Unterricht beginnen. Ich werde Sie heute mit dem größten spanischen Dramatiker bekannt machen, und zwar mit Calderón, dessen Laufbahn den ungewöhnlichen Weg vom Offizier über den Theaterleiter zum Priester nahm. Er verfasste 670 Bühnenstücke, von denen heute noch einige gespielt werden, auch auf deutschen Bühnen. Eines seiner bekanntesten Stücke heißt »Das Leben ein Traum«. Sie wollen mich sprechen? Ja, Herr Direktor. Es fällt mir nicht ganz leicht. Aber ich habe mich entschlossen, ich sehe mich gezwungen, meine Stellung aufzugeben. Sagen Sie mal, Dr. Klinger, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich habe immer geglaubt, dass Sie sich bei uns sehr wohl gefühlt haben. Das habe ich auch. Das haben Sie auch. So. Und trotzdem wollen Sie gehen? Ja. Wollen Sie mir keine Erklärung geben? Ach, Sie kapitulieren etwa auch vor Klasse 6, was? Nein, nein. Ich habe die Jungs sehr gern. Aber es sind persönliche Gründe. Persönliche Gründe? Gründe also, die Sie mir nicht sagen wollen? Herr Direktor, glauben Sie mir, es war großartig bei Ihnen. Und es fällt mir sehr schwer, von hier wegzugehen. Verliere Sie auch sehr ungern. Aber wenn ich Ihnen nicht helfen kann, kann ich Ihnen nicht helfen. Ich hoffe, dass Sie wenigstens so lange hierbleiben, bis ich einen Ersatz gefunden habe. Selbstverständlich, Herr Direktor. Rein. Entschuldigen Sie, Fräulein Doktor, ich muss Sie sprechen. Ich wünsche nicht, mit Ihnen zu sprechen. Jagen Sie mich nicht fort. Ich hatte solche Angst um Sie. Ich dachte, Sie hätten sich etwas angetan. Ich liebe Sie doch. Sie sind wohl übergeschnappt. Kommen Sie zu sich. Sie glauben vielleicht, Sie lieben Dr. Klinger, aber das ist nicht wahr. Sie lieben mich. Mich. Ich will das nicht hören. Machen Sie, dass Sie hinauskommen. Meine Briefe waren es, in die Sie sich verliebt haben. Und meinetwegen haben Sie sich so verändert. Ich habe das alles fertiggebracht. Ich allein. Sie sind meine erste große Liebe. Sie sind ein Narr. Ein dummer grüner Junge, über den man nur lachen kann. Über den man nur lachen kann. Und danken Sie Gott, dass ich über Sie lache. Wenn ich Sie ernst nehmen würde, müsste ich Sie dem Direktor melden. Jetzt gehen Sie aber endgültig. Sie jagen mich fort. Sie nehmen mich nicht ernst.
Gut, Fräulein Doktor. Wie Sie wünschen, ich gehe. Endgültig. Leben Sie wohl. Cicero. Jetzt kommen Sie noch einmal her. Cicero, ich weiß genau, woran Sie eben gedacht haben. Ich weiß genau, wie einem zumute ist, wenn man sich gedemütigt, beschämt und verlacht fühlt. Tja, Cicero, als ich die Wahrheit erfuhr, da glaubte ich nicht mehr weiterleben zu können. Es hat mich eine große Überwindung gekostet, zurückzukommen. Und an dem Kummer, den ich habe, sehen Sie nicht ganz unschuldig. Ja, ich weiß, Fräulein Doktor. Und ich werde auch die Konsequenzen ziehen. Ach, Cicero, Sie reden ja schon wieder Dummheiten. Wir beide müssen versuchen, durchzuhalten. Für mich wird es bestimmt nicht leichter sein als für Sie. So. Jetzt wollen wir das Vergangene vergessen. Geben Sie mir die Hand darauf. Gibt's wohl wieder eine Simultanvorstellung? Schach. Schach und Matt. Tatsächlich. Hört mal zu, Kinder. Ist alles okay? Wo ist denn Cicero? Weiß nicht, der ist schon eine ganze Zeit weg. Da kommt er ja. Du, Cicero, wir wollen eine ganz große Sache drehen. Fangt ihr schon wieder an? Diesmal kriegt ihr es aber mit mir zu tun. Wart erst mal ab, was wir vorhaben. Los, Kinder, macht schnell. Die anderen sind schon soweit. Wenn jemand eine Schnapsidee hat, so sind es bestimmt die Herren Sekundaner. Sag das nochmal, wenn du Mut hast. Psst, nicht voll laut! Komm, dafür ist jetzt keine Zeit. Klasse 6 erlaubt sich, unserem verehrten Fräulein Dr. Hofer ein Ständchen zu bringen, dem sich das ganze Internat angeschlossen hat. Unser geliebtes Fräulein Dr. Hofer, sie lebe! Hofer! 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 Ja? Ich soll was für Sie abgeben, Herr Doktor. Danke. Verzeihen Sie, aber Sie haben ein Klopfen überhört. Wie Sie sehen, bin ich sofort gekommen. Ja, und? Ich bin ja so froh, dass Sie mir geschrieben haben. Sie haben wirklich recht. Wir müssen uns aussprechen. Es
tut mir schrecklich leid, aber ich habe Ihnen nicht geschrieben. Sie haben mir nicht geschrieben? Nein. Sollte etwa die Klasse 6? Sieht ganz so aus. Entschuldigen Sie, das ist mir wirklich peinlich. Und ich dachte schon, es wird jetzt gut mit uns beiden. Jetzt habe ich aber genug. Jetzt fliegt die ganze Klasse 6 ohne Pardon. Nein, bitte nicht, Herr Doktor. Jetzt ist doch eigentlich wirklich alles gut. Jetzt sind wir doch quitt, nicht wahr? Nein, Maria, Verzeihung, Frau Dr. Hofer, das sind wir nicht. Ich habe erst einen einzigen Brief bekommen. Da muss ich die Klasse 6 also bitten, Ihnen noch weitere Briefe zu schreiben. Um Himmels Willen. Wie wäre es, wenn wir uns in Zukunft mündlich sagen, was wir schon so lange zu sagen haben? Wo bleibt sie denn? Dr. Klinger ist auch noch nicht da. Komisch. Wieso komisch? Du wirst sehen, einer unserer Lehrer ändert bald seinen Namen. Ändert seinen Namen? Mhm. Was für eine Idee. Wer denn? Na, Dr. Klinger bestimmt nicht. Eher schon Dr. Hofer. Ach, deine Ideen, Luischen. Jawohl, mein Schatz. Meine Ideen. Naja, ob nun deine Ideen oder meine Ideen, ist doch ganz egal.